Revanche? Lass uns das durchnehmen. Willkommen am Samstag. Zum Flammstag. Genau. Ja. Wir haben heute wieder eine kleine Game-Time. Und zwar geht es heute darum, Game-Time mit Allgemeinwissen. Einfach irgendwelche Fragen, die halt, die man eigentlich wissen könnte. Sollte. Sollte. Also, ja. Oh okay. Je. Ja. Und schauen wir halt einfach mal, wer besser abschneidet. Wir haben hier so schöne Onions. Also Zwiebeln. Zwiebeln. So pure Zwiebeln. Pure Zwiebeln. Und da werden wir einfach mal genüsslich wie einen Apfel reinbeißen. Ja, es ist genauso ekelhaft wie die letzte Folge wahrscheinlich. Ich hoffe, sie verläuft auch so wie die letzte Folge. Aber ja, ich hoffe nicht. Ja. Ich werde eh jetzt gewinnen, also von daher passt schon. Ist du cool. Gut, wir haben hier wieder unsere Zettel, da schreiben wir wieder unsere Ergebnisse drauf. Und Musterbeispiel. Oder unsere Antworten oder was auch immer. Fail. Genau. Und ja, starten wir einfach gleich mal durch, denn wir müssen nach jeder falschen Antwort da reinbeißen. Und? Wenn beide eine falsche Antwort haben sollten. Beide nicht. Also, nee, oder? Wird diese Frage eliminiert. Dann gibt es diese Frage nicht. Genau. Und es wird dann wieder einen Countdown geben. Das heißt, dass man auch nicht ewig lang da rumcheaten kann. So. Gut. Wie heißt die Hauptstadt von Schweden? War es ganz einfaches am Anfang? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Habt ihr schon? Bist du blöd? Nee, ich bin wahrscheinlich blöd jetzt. Helsinki. Stockholm, oder? Hallo. Stockholm, ne? Haben wir doch vorhin. Ah, ich habe vorhin darüber gesprochen! Was ist dann Helsinki? Ist auch in Finnland. Keine Ahnung, was Helsinki ist. Auch in Finnland, aber nicht in Schweden. Hast du Schweden gesagt? Huch. Ja, oh. Finnland und Schweden ja, ist so. Das fängt ja schon mal gut an, ey. Ja. Oh Gott, das ist. Oh mein Gott. Weiter. Oh, da. So ein schlechtem Atem dann, ey. Du hast so eine Fahne danach. Geh mal ein Stück weg danach. Alter. Schmeckt's? Ja, genau. Mit der Zwiebel, aber es ist eklig. Es ist nicht scharf, es ist aber eklig. Ja, ich weiß. Das ist ja das Ekelhafte daran. Oh Gott. Wie heißt das westliche Militärbündnis? Das kann man auch wissen. Was? Also bitte. Das westliche Militärbündnis. Ja. 15 Sekunden ab jetzt. Warte, oh Gott, nie und das heißt was. Westliche Militärbündnis? Ich glaube, ich weiß es sogar. Das amerikanische Militärbündnis? Nein, westliche. Ja, Westen ist amerikanisch. Ja, Westen ist doch amerikanisch. Amerikanisch. Gehen nicht abgucken, ne? Ist es nicht die. Ich glaube, das. Und antworten bitte. Die nee, das NATO, ist die, kann das sein? NATO, ja. Ich hab UNO. Nicht UN. UN. Die UN. Und? NATO ist richtig. Wutz! Was? Aber okay, ich muss sagen, die NATO. Was heißt NATO übersetzt? Also was heißt übersetzt? Ausgesprochen? Weiß einer? Ist mir scheißegal, ich muss halt reden. Also da ist es mir egal. Ich hab das andere noch nicht mal richtig unten. Hm. Ich krieg das auch nicht unten. Nee, aber ich muss sagen, ich habe letztens den Polizeianstellungstest und ein Buch durchgemacht und da waren auch so Fragen dran. Da habe ich das dann auch. Nee, aber. Allgemein Grundwissen. NATO? Naja, ja, okay. Ich kenne die NATO, aber naja. Wer ist Deutschlands Bundesminister? Bundesminister? Bundeskanzler? Ich bin sowas auch nicht. Also Bundeskanzler ist ja auch einfach. Ja. Kanzler und Minister ist. Kann man gar nicht. Bundesminister? Minister. Leck. Das ist ja. Bundesminister. Ja, du kannst es auch nicht raten. Du kannst den Namen raten. Zehn. Zehn. Soll da hinschreiben! 5. Warte. Minister. 3, kommen wir antworten. Beide keine Ahnung. Wir haben keinen Mund. Ich hab keine Ahnung. Das ist der Herr Steinmeier. Hab ich mal gehört, aber den hätte ich nirgendwo einordnen können. Selbst wenn du mir Multiple Choice gegeben hättest, hätte ich beide nicht gewusst. Falsch, heißt jetzt beide abessen oder nicht? Nö, ist eliminiert. Also, eliminiert. Ich habe das andere noch nicht mal richtig okay. Irgendwie habe ich Verlust reinzubeißen, aber ich will nicht.
Ich will gar nicht mehr rumkauen, ey. Ich lasse einfach in der Backe drin. Wie so ein Hamster später. Für schlechte Zeiten, aufkommen. Welcher Planet wird Abendstern genannt? Abendstern. Hey, Planet oder Stern? Planet. In unserem Sonnensystem. Jetzt gibt's ein neues Thema auf. Abendstern. 15 Sekunden ab jetzt. Ich muss das eh reinbeißen. Abendstern. Warte. Ich hab keine Ahnung. 5. Ich schätze jetzt einfach mal. Pluto ist kein Planet. Ja, Pluto. Jetzt meine logische Schlussfolgerung, weil Pluto ja jetzt ein Stern ist, weil er so klein ist. Das kann sein. Die aber richtige Antwort ist Venus. Leck! Venus! Tobias ist so. Aber hat er gesagt, welcher Planet? Ja, aber ich habe gedacht, Pluto ist noch ein Planet. Als ich in die Schule gekommen bin, wurde es gerade abgedingst, glaube ich. Ja. Ich weiß es nicht. Da gibt es ein geiles T-Shirt, wo drauf steht: Keine Sorge, Pluto, ich bin auch kein Planet. Oh Gott. Das ist so widerlich, ja, ey. Mann, ich mag eigentlich überhaupt keine Zwiebeln, also so mag ich die nicht. Röstzwiebeln sind übelst geil. Geht sogar. Es geht! Es geht, es ist halt wie eine Zwiebel, aber es ist halt eklig, wenn du es lang im Mund hast. Jetzt habe ich es auch kaum runtergeschluckt, Felix. Ich krieg's aber nicht runter. Ich hab schon so, ich hab ja richtig. Naja. Ja, okay, nächste. Wer gründete das Deutsche Reich von 1871? Warte. Ich interessiere mich nicht für deutsche Geschichte. Ich auch nicht. Echt nicht? So, ich weiß nicht, wie man es schreibt. Ach, warte mal, warte mal. Was hat das Geburtstag? Wann war das? 1871. Ja. Aufkommen noch 5 Sekunden. Ich weiß nicht, interessiere mich nicht für deutsche Geschichte. Ich glaube, der hieß irgendwas mit Karl. Bismarck. Karl? Bismarck war's. Bismarck, ja. Bismarck ist richtig. Du bist halt ein deutsches. Weißt du, Geschichte ist nicht mein Fach. Ja. Da lerne ich es halt und dann vergesse ich es, nachdem ich es gelernt habe, wieder in einem Jahr. Ich finde deutsche Geschichte eigentlich interessant. Du darfst essen. Mach einen großen Biss. So, wer ist Bundeskanzler? Ja. Das verarschen? Nächste Frage. Okay. Das ist Papierverschwendung. Ja, dann haben wir weniger. Ja, okay. Also Angela Merkel. Oder? Ja, oder? Nicht mehr lang. Dann kommt Felix. Bundesminister der Verteidigung. Bundesminister der Verteidigung. Verteidigungsminister. Wie heißt die? Goebbels. Das ist die letzte Frage übrigens, ne? Wie heißt die Tussi? Ja, das ist. Ah, ja, genau, stimmt. 10 Sekunden. Ja, da hab ich Zeitung gelesen, ich kenne aber nicht. 10 Sekunden. Oh! Nee, warte mal, das ist die letzte Frage, da gibt's keine Zeit. Ja, doch, natürlich. Wie heißt die schöne Frau nochmal? Die mit den einigen Kindern. Ja, genau, die auch bei Supernanny mehr verarscht wurden. Wie heißt die nochmal? Jetzt aufkommen. Mir fällt der Name von der nicht ein. Diese Blonde da. Ugh. Genau. Die mir so hässlich angezogen ist. Wie sie. Ah, wie heißt denn die nochmal? Ich weiß nicht, wie man das schreibt. Ja. Rechtschreib mir das zählen? Nicht. Also so. Ich glaube, den Vornamen weiß ich auch nicht genau. Also. Ich weiß nicht, schreibt man das so? Keine Ahnung. Ja, Nachname reicht. Von der Leyen, Ulrike? Von der Leyen ist richtig, ja. Weißt du Ulrike? Weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Ist blond und hässlich. Bin das du? Oh, du bist so ein Idiot, aber ich hab den Punkt. Ja, okay. Während Yves da schon mal genüsslich in den Apfel beißt, können wir schon mal... Ich mach mich schon so viel, du... Oh, wow. Ist gut. Oh. So. Ich hab mich schon Gegenfrage, wer hat jetzt gewonnen? Du hast euch dreimal reingebissen, oder? Du hast zweimal. Ich zweimal. Dreimal? Zweimal. Da hab ich verloren. Hat Eve schon wieder gewonnen, ja. Also, Ehrentitel. Ja, ich hätte noch eine Zwiebel im Mund. Das ist übel ekelhaft schon. Kriegen wir eh gleich raus. So, Flo. Und leck. Tabelle. Das haben wir nämlich ganz vergessen. Tabelle. Das holen wir nämlich das nächste Mal jetzt auf, aber da du jetzt nochmal gewonnen hast, kannst du gleich 2 Punkte dahin kleben. Sind die da? Ja, die Punkte sind da, ne? Punkte sind da. Sehr gut.
Trink mal mit der Zwiebel im Mund. Das ist richtig. O-Saft. Ja, auf komm, du darfst okay. Dir aufklären. Moment. Bäh! Achtung, da ist Kabel. Und voll die dicke Backe, glaube ich. Ja. Also, der Yves hat jetzt. Nein, nein, nicht da oben, da wurde schon hier. Die war. Achso, ja. Da gewonnen. Nummer 1, das war nämlich die Challenge mit dem Chili. Pepperonis. Die haben wir jetzt mal vergessen, genau. Ist nachgeholt. Und so, damit steht es jetzt unentschieden. Ja, und damit haben wir jetzt das die letzte Challenge. Ihr entscheidet jetzt. Ja. Also es wird doch nochmal sehr spannend. Cool. Mhm. Also nächstes Wochenende. So, beißt mal in eine Rotzwiebel rein und probiert mal. Das schmeckt. Schmeckt richtig geil. Beschissen. Ach komm. Das ist widerlich. Gut. Ja, wir haben auch da jetzt wirklich keine Zuschauerfrage. Wir schreiben einfach das rein. Beißt mal in eine Zwiebel rein. Oleg, das ist wieder von scharf, wenn man die ganze Zeit drauf kaut. Deswegen kaue ich ja nicht drauf. Einfach so. Oh Gott. Ist das ekelhaft. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert uns. Oh Gott. Abonniert uns auf YouTube. Wo denn sonst? Felix? Achso. Ja. So, wenn ihr mal auf dem Laufenden bleiben wollt, besucht uns auf Facebook. Link ist in der Beschreibung. Genau. Teilt uns da auch gleich. Das wird uns, das wird uns helfen. Damit wir so was hier nicht machen müssen. Hoffentlich hat euch das Format gefallen. Eine Zwiebel-Challenge, wie auch immer wir das nennen wollen. Ich stinke. Ist ja auch egal. Wir haben jetzt den besten Arten der ganzen Welt. Mädels, kommt. So. Nicht vergessen, beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Morgen auch beim Outtake-Tag mal wieder vorbeischauen. Denn jeder Samstag ist der Ramstag.